So, ja, ich begrüße euch auch ganz herzlich. Ich sehe euch alle nicht, weil, naja gut, ich komme vom Fernsehen. Deswegen, wollte ich ja nicht vorstellen, aber mach mal. Mach gerne. Ich wollte jetzt nicht irgendwie die Show, nur wir haben ja keine Zeit und die haben alle Hunger. Wir machen es ganz kurz. Ein Urgestein, er stellt sich normalerweise vor mit dem Spruch, ich habe die meisten eurer Logos designt. Sven, in der Tat, vieles von dem, was man im Podcast Deutschland so sieht, kommt aus seiner Kreativfeder, unter anderem wie schon geplagt auch unser ganzes neues Design hier. Und wir dachten, wie mein Chef sagen würde, für die zweite Keynote heute ist ein paradoxer Schritt, eine paradoxe Intervention zur Seite vielleicht mal ganz hilfreich. Wir reden nämlich jetzt überhaupt gar nicht über Audio, sondern nur über das rein Visuelle. Ich habe eine Vorstufe des Vortrags, ich glaube vor 2 Jahren oder sowas, noch in Kreuzberg von dir mal gehört. Da hattest du auch schon mal so einen Workshop gemacht über das Visuelle. Und das war ausgesprochen hilfreich. Ich glaube, uns erwarten fantastische 50 Minuten. Weißt du was, gib mir doch das Handmikro. Okay. The floor is yours. Damit kann ich auch ein bisschen rumlaufen. So, also auch von mir herzlich willkommen. Danke, Ralf, für die hervorragende Anmoderation. Ich gebe dir nachher das Geld. Ne? Ich möchte heute über etwas sprechen, das ich betitelt habe, das Auge hört mit. Und ich habe mir Gedanken gemacht, wie ich das ein bisschen komprimiere für euch. Eigentlich müsste ich mich nur auf diese beiden Folien beschränken, weil wenn ich euch das zeige, dann dürfte irgendwie klar werden, dass das hier vielleicht ein bisschen gefälliger ist. Jetzt habe ich eigentlich mit einem Einwurf von TJ gerechnet. Schade. Ich hatte eigentlich erwartet, dass er jetzt sagt, er findet das andere besser, aber gut. Ja, das Auge hört mit. Ich habe, als ich die Zusammenfassung für das Ganze geschrieben habe, habe ich irgendwie einen ganz guten Satz zusammengekriegt. Den habe ich mir nachher noch durchgelesen und dachte, das ist irgendwie so das, was den Vortrag eigentlich zusammenfasst. Weil vor dem Hören steht das Bemerken. Ein Podcast will gefunden, wiedererkannt und geteilt werden. Und darüber soll es ein bisschen gehen. Da stecken eigentlich 3 primäre Sachen drin, nämlich bemerken, wiedererkennen und teilen. Wie kriegt man das hin? Ja, gute Identität und Prägnanz sollte man in seiner Gestaltung drin haben, weil euer Podcast. Yeah, ich kann auch dazu rappen, aber gut. Das war ich das oder? Unklar, gut. So, das Ganze ist ein bisschen kompliziert, aber wir dröseln das jetzt nach und nach auf. Wir fangen mal mit der Grundlagenforschung an, ein Wort, was ich mir von Ralf gerne ausleihe. Das Logo. Ein Logo ist, wie die Wikipedia sagt, ihr könnt euch das durchlesen, aber wir lassen das mal irgendwie, weil das ist ein Logo. Das ist so eine richtige Gestaltungsgrundlage oder so ein richtiger Klassiker aus der Designwelt, wird gerne irgendwie in Uni-Vorträgen benutzt und sowas. Das ist einfach ein Urgestein der Gestaltung. Es soll unser Geld beschützen, deswegen ist da so ein Kasten drum. Es sind steigende Kurse irgendwie, jada, jada, jada. Muss man jetzt irgendwie gar nicht so richtig drauf eingehen. Wichtig ist, wenn man mal irgendwie das Wort Deutsche Bank bei Google reinwirft, dann sieht das so aus. Und das Gute ist, ihr werdet das irgendwie alle wiedererkennen, dieses Logo. Egal, ob es da oben irgendwie in Gold oder da unten in 3D oder irgendwie mal gespiegelt und verarscht und keine Ahnung, was dargestellt wird. Man erkennt es irgendwie wieder und darum geht es eigentlich bei der ganzen Geschichte. Je prägnanter und klarer ein Logo ist, desto mehr Schindluder kann man damit treiben. Man wird es irgendwie wiederfinden. Was macht ein Logo aus? Also, es ist jetzt gar nicht mal wichtig, wie elaboriert man an so einem Logo arbeitet. Ich glaube, das hat so 5 Sekunden gedauert. Aber man sieht, wir haben hier das Logo in schwarz auf weiß und man hat es auch ein bisschen verkleinert und man kann es auch umdrehen und auf schwarz darstellen und man kann es sogar auf eine Tüte drucken mit Hektographie. Wer nicht weiß, was das ist, kann das mal gerne googeln. Wenn man das nicht so einhält und irgendwie die Prägnanz nicht ganz so klar herausarbeitet und mit ein bisschen komplizierteren Formen arbeitet, dann kippt das weg. Fotos sind halt irgendwie nicht so wirklich ein gutes Logo. Also das könnte man nicht auf Glas gravieren. Warum steht hier eigentlich diesmal nichts mit Glas, was glimmt? Ich bin ein bisschen enttäuscht. Das wollte ich. Ja, das ist, ich dachte an so ein Ultraschall-Logo oder sowas. Normalerweise macht man die Tests noch ein bisschen elaborierter, aber ich will das gar nicht jetzt so irgendwie euch da vor die Nase halten. Das ist halt, ne, wie man so guckt,
man verkleinert das Logo, man macht irgendwie verschiedene Konstellationen des Schriftzuges, man guckt sich an, was Leute, die da abgeflachte Kanten dran knallen, irgendwie, was das, ob das noch aushält, ab wann es irgendwie gar nicht mehr geht und sowas. Und das ist noch ein kleiner Test. Also bei so großen Jobs irgendwie muss man das wirklich so, da ist man wochenlang damit beschäftigt, das Logo irgendwie zu testen, während man es im Rasenmäher irgendwie in, für Luftaufnahmen, also das ist schon das Wildeste irgendwie gehabt. Warum brauche ich ein Logo? Weil ein Logo mit seiner Gestaltung in Form und Farbe für eine sofortige Vertrautheit sorgt. Wir haben da mal ein paar Beispiele. Die habe ich gefunden bei, ich muss es selber lesen, colorlovers.com und da hat mir jemand auf Twitter weitergeholfen, weil ich mein ursprüngliches Beispiel nicht wiedergefunden habe. Ablagesysteme und so. Ich zoome mal ein bisschen ran, damit auch die letzte Reihe das noch sehen kann. Eins ist noch beschriftet. Irgendwer kann sich ja mal an dem zweiten da oben an der 12 probieren. Sehr gut. Und weiter? Ja. 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 Richtig. Und weiter unten haben wir ja. Ja. Und ja, wunderbar, super. Ihr seid ein tolles Publikum. Was man daran erkennt, Wiedererkennung. Also obwohl die Logos nicht in ihrer Originalform dargestellt wurden, sondern nur irgendwie Farbe und so grob die Darstellung und die Zusammensetzung der Formstruktur irgendwie da war, man kann sie wiedererkennen, egal wie sehr man sie verprügelt. Klar, wenn ich sie jetzt spiegle und irgendwie schwarz-weiß, dann wird es schwierig bei dem Google-Logo und sowas. Aber wie gesagt, je prägnanter ein Logo ist, desto einfacher erkennt man es wieder. Farben spielen da irgendwie eine wichtige Rolle auch. Obwohl ein Logo idealerweise auch in schwarz-weiß funktionieren sollte, sind Farben ein wichtiger Teil der Wiedererkennung, wie wir gerade eben gemerkt haben. Es gibt da jetzt natürlich bei Farben so verschiedene Herangehensweisen und auch diverse wissenschaftliche Theorien, wie man Farben jetzt so handhaben sollte. Es gibt ja diese wissenschaftliche Farbpsychologie und irgendwelche Erkennungsmerkmale und bla bla. Also ich denke mir immer, Rot ist sowohl Gefahr wie auch Liebe. Also irgendwie, das ist jetzt nicht so wirklich hilfreich, dieses Spektrum. Deswegen, also meiner Meinung nach, da könnt ihr drauf geben, was ihr wollt oder wie auch immer, sind Farben eine ziemlich subjektive Geschichte. Natürlich gibt es so Ursachen, so Urinstinkte mit irgendwie Grün ist irgendwie so, ja, frisch und toll und da eine Wüste ist irgendwie was anderes. Das ist tief in unseren Genen drin, aber so, welche Farbe ich jetzt gut finde, fragt mal 10 Leute nach der Lieblingsfarbe, ne? Da kommt wahrscheinlich immer was anderes bei raus. Und da ist auch dann teilweise Schwarz bei, insofern. Trotzdem, Farben haben eine gewisse Wirkung auf uns. Ja, also das Wort schön auf Rot ist jetzt nicht so wirklich oft gesehen. Ich habe mal von der Sparkasse ein Handout bekommen. Das war so eine kleine Mappe. Da waren meine Tim, dein Zettel liegt noch hier. Da waren meine Auszüge für irgendwie meine Altersvorsorge drin. Und da stand in Rot drauf gut. Und da dachte ich so, und dann guckte mich meine Sparkassenberaterin so an und so, was ist denn? Ich so, ja, also passt nicht irgendwie. Mein Farbempfinden sagt was anderes als den Satz, den sie, also das Wort, was sie da drauf gedruckt haben. Da war halt auch noch dieser schöne Punkt hinter, deswegen habe ich das hier mal reproduziert. Grün ist auch eine sehr belastete Farbe, weil sie soll uns eigentlich Vertrauen vermitteln, so im Sinne von durchgehen irgendwie, ne? Und ich habe da jetzt auch mal ein ungewöhnliches Wort drauf gesetzt. Trotzdem, Farben sichern auf eine gewisse Weise Identität. Ja, und wenn man das gut und langwierig durchzieht, dann taucht man irgendwann halt auch bei diesen Form- und Farbdingern, die ich eben gezeigt habe, auf. Das sollte irgendeine Assoziation bei Freakshow-Hörern auslösen. Also, da muss ich gar nicht dran schreiben, wer damit gemeint ist. Allein die Kombination aus der Farbe, die hoffentlich so ein bisschen rüberkommt auf dem Beamer, und dieser Schriftart, dieser Serifenschriftart, die lässt uns schon so ein bisschen an einen großen Internet- und Telekommunikationsriesen denken. Ja, ich wollte auch unbedingt eine Studie drin haben, dachte ich mir so. Ich weiß noch gar nicht, ob es eine Studie ist oder wieder irgendein Marketing-Blabla. Und da sagt das Institute for Color Research, the average person makes a subconscious judgment about a product within 90 seconds. More than 2/3 of that judgment is based on color. Kann man jetzt, wie gesagt, halten von was man will. Ich wollte halt nur so aus Referenzgründen eine Studie drin haben. Ich muss euch eigentlich nur das hier zeigen und schon merkt ihr, dass da irgendwas nicht richtig ist. Also wenn ich euch sage, klickt mal auf Yahoo, dann werdet ihr wahrscheinlich mit dem Cursor so ein bisschen links und rechts wackeln. Farben zu lernen geht halt überraschend schnell. Also Farben sind so das Primäre, was man sieht, wenn man auf irgendwas guckt. Jedenfalls, wenn sie dominant sind und nicht eben schwarz-weiß. Deswegen, Farben sind eine gute Idee in der Gestaltung.
Und Farben sind deswegen auch ein wesentlicher Teil der Identität. Wir merken uns mal dieses Wort Identität, das wird nämlich noch wichtig. Man sollte sich also gut überlegen, welche Farben man nutzt, ne? Weil also Blau ist zwar eine schöne Farbe, aber die ist jetzt naja, nicht so individuell, sage ich mal. Also ihr seid nicht die Ersten, die die Farbe Blau verwenden. Genauso Beige, zumindest in der Podcast-Welt. Die hat nämlich die Metaebene komplett gepachtet. Farben sind so lange toll, wie man sie selber in der Hand hat. Das ist nämlich eine Sache, auf die ich später nochmal eingehen werde, dazu aber gleich mehr. Unsere Sendegate-Außenreporter haben zum Beispiel das hier gefunden. Man erkennt da gewisse Ähnlichkeiten, wenn man sich im Raum umguckt. Obwohl das nicht so ganz genau dasselbe ist. Behaltet es mal im Hinterkopf. Angesichts dieser Sache könnte man sich fragen, sind denn überhaupt noch Logos frei? Weil ne, wir haben gerade gelernt, Farben sind schon irgendwie, ne, da gibt es ja nur so ein paar. Und irgendwie Formen sind auch irgendwie schon fast alle belegt und sowas. Ja, geht so. Da hat mir ein Tweet vor ein paar Tagen schön in die Karten gespielt, nämlich von Spencer Chen. Ich habe das auch retweetet, deswegen einigen erzähle ich jetzt nichts Neues. Die Logos, die ihr da oben seht, die werden euch wahrscheinlich im aktuellen Medienkontext ein bisschen was sagen. Ich kann mal ein bisschen nachhelfen. Das da ist Medium, dann kommt Airbnb, dann haben wir da Flipboard und zum Schluss Beats. Jetzt kommt die Enthüllung. Das stimmt überhaupt nicht. Da hatten wir nämlich einmal, das erste ist Metrocraft Publishing von 1977. Dann haben wir Azuma Drive-In von 1975, Frizz-All von 1981. Und ja, offensichtlich hatte die Stadt Brühl mal, vielleicht wollte sie sich von Apple kaufen lassen, ich weiß nicht. Aber 1971 hatte sie offensichtlich mit Dr. Dre irgendwas, ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall, wir sehen daran, also selbst wenn man sich neue Formen ausdenkt, und dieses Airbnb-Logo zum Beispiel ist ja wirklich sehr wie die Sau durchs Dorf getrieben worden, als es gemacht wurde. Es gab irgendwie positive Stimmen, es gab negative Stimmen. Aber man sieht, auch das ist halt schon mal da gewesen. Und ja, die Prägnanz eines Logos wird halt durch seine Einfachheit ausgedrückt. Aber man sollte sich schon irgendwie umgucken, ob man da eventuell schon mit irgendjemandem konkurriert, der das schon mal irgendwann eingesetzt hat. Ist es schon längst verjährt? Klar. Aber im Zweifelsfall kommen dann schön da irgendwie die Leute mit den Schlipsen und sagen einem, du, hör mal, mach das mal weg. Und im Zweifelsfall hast du da irgendwie 24.000 Euro für ausgegeben, wenn du bei einer Agentur namens, jetzt habe ich es vergessen, aber da gab es vor einigen Jahren mal einen schönen Skandal, wo, wer war das? Nicht BBDO, sondern, weiß es irgendjemand? Nee, Jung von Matt, die eine schöne Logo-Dublette erstellt haben für einen Laden und naja, hinterher immerhin zur Hälfte von ihrem Honorar runtergegangen sind und dann nach ihnen die Sinnflut. Ja, übrigens, wer sich fragt, welches Buch das ist, das hat der Herr Spencer Chen später noch getwittert, das ist Trademarks and Symbols of the World. Das ist ein ganz tolles Buch eigentlich, wenn man auf so Logos und sowas steht. Gestaltung als so das Paket, aus dem das alles irgendwie jetzt besteht, wird halt mit Bedeutung aufgeladen. Ne, also ihr konntet dieses Google-Logo eben deswegen identifizieren, weil ihr es schon mal in der Originalform gesehen habt. Ne? Also Google könnte auch diese Kreise als Logo nehmen, aber ne, ihr habt da so einen Blick aus dem Augenwinkel. Das ist so ähnlich wie diese Leseart, wo man nur das in Anfangs- und Endbuchstaben nimmt und in der Mitte die Buchstaben vertauschen kann, weil ihr kennt die Wörter, ihr lest nicht mehr die einzelnen Buchstaben. Bei der Gestaltung ist es halt so, wer zuerst kommt, malt zuerst. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt so, wer zuerst das in die Welt bläst, sondern wo man zuerst wahrgenommen wird. Zurück zu diesem Bild nämlich. Klar, das 25-Stunden-Hotel oder 25-Hours-Hotel hier in Berlin, das gibt es schon ein bisschen länger als das Sendezentrum. Und ich hatte es auch wirklich nicht mehr im Kopf, als ich diese Kreise zusammengefrickelt habe. Davon abgesehen, dass der Prozess dahinter noch ein ganz anderer war mit anderen Farben. Ralf grinst. Aber trotzdem, wenn ihr das jetzt in der Stadt seht und hier das ganze Wochenende mit Sendezentrum CI irgendwie vollgeballert werdet, dann werdet ihr wahrscheinlich da erstmal denken, oh, Sendezentrum. Obwohl das schon viel länger da war. Ne? Also wer Design macht und zuerst kommt und zuerst es mit Bedeutung für jemanden auflädt, der hat im Endeffekt gewonnen, auch wenn es schon eine Dublette irgendwo ist. Und ich bin wirklich unschuldig, ich kannte das nicht. Ja, CI. CI ist so eine Sache, die begegnet man immer wieder häufiger. Man benutzt das so als geflügeltes Wort und viele wissen gar nicht, was das ist. CI ist ein Konzept, wie ich auftrete, sei es in Gestaltung, das kann auch Audio beinhalten. Also wenn ihr schon bei Twitter und bei Facebook dasselbe Cover oder euer Podcast-Cover benutzt, dann habt ihr da schon so ein Konzept, weil ihr habt an zwei verschiedenen Stellen entschieden, da nehme ich das.
Kann auch sein, dass ihr Anpassungen gemacht habt. Dann habt ihr noch elaborierteres Konzept. Aber im Grunde habt ihr dann schon so eine Art CI. CI steht für Corporate Identity. Der so extrovertierteste Teil dieser Identity ist das Corporate Design. Das ist halt sowas wie, wir haben das Sendezentrum genommen und haben von dem Logo ausgehend ein paar Drehungen gemacht und haben dann weitere, ach nee, ist umgekippt, andere Varianten des Logos irgendwie erschaffen und haben uns daraus so ein Gestaltungskonzept zurechtgezimmert. Ne? Also ihr habt die Rotationen gesehen und sowas. Und zu einer CI gehört aber noch viel mehr. Das gehören bei großen Firmen so Sachen wie bis hin zu, welche Farbe hat mein Halstuch? Wie sage ich Hallo? Welche Hand gebe ich? Rede ich mit Asiaten? Keine Ahnung. Es ist wirklich eine sehr elaborierte Geschichte, die da irgendwie drin ist. Ich habe das hier mal von der Wikipedia runterkopiert. Ihr könnt das gerne, wenn ihr schnell genug seid, lesen. Das tut aber eigentlich gar nichts zur Sache, weil worüber ich eigentlich reden möchte, ist die Podcast-Identity. Das habe ich jetzt einfach mal so zusammengesetzt. Auch das Wort wird nicht mehr frei sein, weil das ist jetzt nicht so generisch. Beziehungsweise das ist generisch. Ich habe darunter geschrieben, wollt ihr haben? Warum? Ist die Frage. Nun, weil dieses Cover, das haben leider auch sehr viele andere. Das heißt, nur damit werdet ihr vermutlich nicht weit kommen. Bemerken, das ist einer dieser drei Punkte, die ich am Anfang genannt habe, weil damit werdet ihr nicht bemerkt. Ne? Ihr wisst wahrscheinlich gar nicht mehr, welches sich eben verkleinert hat. Wichtig ist, sich halt irgendwie von den anderen zu unterscheiden. Da muss man auch gar nicht jetzt unbedingt ganz viel Geld zum Fenster raus. Sehr gut. Gar nicht irgendwie viel Aufwand irgendwie vertreiben. Da reicht auch im Grunde schon eine relativ simple Geschichte. Wichtig ist aber, ihr müsst bemerkt werden, weil das Internet ist nicht rein Audio, sondern im Internet scrollt man so ein bisschen rum und dann sieht man ein Bildchen und ein Katzenbildchen, drückt man auf Like und dann ist es auch schon wieder gut. Und wenn man irgendwie gegen Umweltverschmutzung und keine Ahnung was protestieren möchte, dann drückt man zweimal auf Like, vielleicht noch auf einer anderen Plattform. Das ist dann dieser berühmte Slacktivism. Auf jeden Fall, ihr müsst es den Leuten so einfach wie möglich machen, auf euch aufmerksam zu werden. Bemerken und bewerten geht irgendwie so einher. Unbewusst und schnell. Also das war da eben diese lustige Studie. Wir gucken auf etwas und meistens ist schon binnen weniger Sekunden sind die Feinheiten, die unser Hirn irgendwie daraus macht, sind, mag ich das oder mag ich das nicht? Wenn ich also irgendwie ein Cover sehe, was irgendwie schon ganz schief ist und irgendwie keine Ränder hat und schlecht freigestanzt mit so Rändern und irgendwie so schlecht komprimiert und nur eine fiese Auflösung, vielleicht drücke ich dann da nicht drauf und sage, oh, das möchte ich mal hören, es sei denn, es wurde mir empfohlen oder sowas. Aber rein so vom Cover einen Podcast anhören, jetzt werdet ihr sagen, klar, nur nach dem Cover macht auch niemand Entscheidungen. Ist richtig, deswegen hatte ich auch das Teilen in meinen Wörtern am Anfang. Wichtig ist halt zu wissen, so jeder Mensch ist anders und wir bewerten relativ schnell das, was irgendwie von uns gefällig ist. Ne? Also das ist auch völlig unterbewusst, das kann man jetzt nicht irgendwie groß umtrainieren. Es sei denn, man erklärt jemandem, wie Kerning funktioniert und sowas. Ich sag's euch jetzt nicht, ich möchte euch ruhig schlafen lassen, wenn ihr es noch nicht wisst. Googelt es auch nicht, ihr werdet nicht glücklich, wenn ihr nichts mit Gestaltung zu tun habt und irgendwie ein bisschen penibel veranlagt seid. Beispiele für, also so gut ist mein Vortrag aber auch noch nicht, Nele, ne? Okay, gut. Dankeschön. Der Holgi macht das zum Beispiel auf vielleicht bewusste, vielleicht unbewusste Art, doch, ich traue es ihm zu, macht er das schon in gewisser Weise so. Wir sehen hier, wenn ich euch die Cover einzeln zeigen würde, würdet ihr erstmal noch nichts euch dabei denken, außer das sieht ganz nett aus. Aber wenn man die so in Reihe und Glied sieht, ich falle hier runter, dann wird man sehen, da ist dieselbe Schriftart benutzt, er hat da so ein Konzept und ob er es groß oder klein schreibt. Naja, außer bei den Flaschen. Ich weiß noch nicht, ob das so ein Konzept ist, ob er das vielleicht unter dem Einfluss dieser Flaschen erstellt hat, aber... Naja, auf jeden Fall, auch wenn man die Webseite sich anguckt, da oben findet man die Cover wieder und man wird irgendwie dahinter kommen, ich habe Realitätsabgleich gehört, den fand ich ganz nett, dann höre ich doch mal die Wissenschaft oder zum Thema oder was auch immer. Wenn mir der Podcast an einer anderen Stelle begegnet, sehe ich Ähnlichkeiten und denke mir, cool, habe ich schon mal gehört, der macht ja noch mehr. Das kann man auch noch ein bisschen weiter ausrollen. 4000 Hertz. Entschuldigung, ich weiß, es ist oben falsch geschrieben, aber es passt da so besser hin. Ich weiß, ihr schreibt das in Text aus. Also, da ist halt auch, wenn man sich die Webseite anguckt und zum Beispiel bei iTunes die Cover und sowas, da ist halt ein bisschen umfangreicheres Gestaltungsprinzip dahinter. Man wird an den Artworks irgendwie sehen, an den Farbgebungen, an der Typografie irgendwie, dass das zusammengehört. Da ist es eben auch sogar podcastübergreifend. Also im Sinne von, dass ich, ne, also
nicht nur ein Podcast irgendwie. Aber wir kommen mal zu einem Podcast. So, also wenn ich nur einen einzigen Podcast habe, was möchte ich denn dann so haben? Ne, was mein Podcast so in allen Mediensituationen des normalen Internetlebens abdeckt. Das ist jetzt das rechts oben Modell, was ihr seht. Deswegen drücke ich auf die falsche Taste. Disclaimer, das ist ein Extrembeispiel. Ja, also jetzt nicht irgendwie Minderwertigkeitskomplexe bitte kriegen, weil wir haben bei Forschergeist schon ziemlich reingehauen, was jetzt so die verschiedenen Ausführungen der Medien, die wir da so haben, also bis hin zu toten Bäumen mit Visitenkarten und Handout. Ne? Also ja, normalerweise begegnet einem das alles nicht in dieser Gesamtkonstellation. Ne? Also so zusammengeschoben wirkt es halt auch sehr überfrachtet. Aber die einzelnen Aspekte oder die einzelnen Elemente, die ihr hier seht, wenn einem die einzeln begegnen, dann wird man irgendwie die Farbgebung, die Typografie, die Art und Weise, wie die Bilder gestaltet sind, also ich lege da so einen Filter drüber, über die Bilder, dass die eben so einen leichten Rot-Blau-Effekt kriegen. Das ist ein bisschen too much, wenn man jetzt nur über das Bild irgendwie diskutieren würde. Aber es ist eine relativ schnelle Methode, um so eine Gleichstellung zu den Bildern zu kriegen oder die Bilder auf so ein Level irgendwie zu heben. Die Grundausstattung eines Podcasts, das ist zunächst mal das Cover. Das könnte man als sowas wie die DNA bezeichnen der Gestaltung. Ist ein Cover auch immer ein Logo, werden sich jetzt einige fragen. Nein. Und ein Podcast braucht auch nicht zwingend ein Logo. Ein Podcast braucht aber eine Identität. Eine sehr prägnante Gestaltung, die sich von anderen möglichst ja, binär absetzt. Deswegen einem Podcast tut halt eine Identität einfach ganz gut. Und die sollte man in allen Medien irgendwo berücksichtigen. Da ist dann zunächst mal das Blog. Der Blog, das Blog, was ist gerade hip? Ich weiß es nicht. Dankeschön. Da nimmt man halt irgendwie eine leicht andere Konstellation, je nachdem, wie man das Logo irgendwie gewählt hat. Wir haben in dem Fall jetzt eine Wort- und eine Bildmarke. Also das Bild ist dieses Signet, was eigentlich auch nicht so wirklich logotauglich ist, weil es viel zu filigran ist. Deswegen gibt es da auch noch eine leicht andere Variante von. Und ganz wichtig auch Social-Avatare. Denn ich hatte es eingangs gesagt, teilen ist ein wichtiger Aspekt für das Bemerken, das Finden und überhaupt das, ja, das Rezi, also das, wie ich den Podcast sehe. Ich muss irgendwie darauf stoßen. Ne? Also die fallen ja nicht irgendwie in meinem Wohnzimmer vom Himmel, sondern irgendwer muss mich darauf stoßen. Entweder meine eigene Nase, weil ich mich in iTunes verklickt habe oder bewusst gesucht habe oder irgendein Social Network, was mir da zu einem Sharing-Link überholfen hat. Das Cover kann in den Avatar übergehen. Also es kann 1:1 die Gestaltung des Avatars sein. Muss es aber nicht, wenn man halt eine etwas kompliziertere Konstellation aus Wort- und Bildmarke hat. Wir haben uns da jetzt eben so für drei Varianten entschieden. In der Mitte sieht man, wie gesagt, diese sehr reduzierte Variante, die eben auch in Verkleinerung noch funktioniert. Genauso der Schriftzug, der eben aus dem Cover da entliehen wurde und da eine für manche etwas schwere Anordnung der Typografie irgendwie hat. Und ja, bei Social Avataren ist halt dieses Teilen wichtig. Ne? Also wenn man den Social Avatar bei irgendwie Twitter sieht und dann das Cover bei iTunes wiederfindet, dann habt ihr schon mal was richtig gemacht, wenn ihr da nicht unbedingt einen Link hinter habt. Kann ja auch sein, dass ihr irgendwie was Tolles getwittert habt und nur das rezipiert wurde und gar nicht dann Link zu eurem Podcast bei war, sondern vielleicht habt ihr noch irgendwie ein Foto, als ihr unterwegs wart, getwittert von der Podcastaufnahme oder habt irgendwie ein tolles Zitat getwittert oder sowas. Da hängt ja nicht immer unbedingt der Link dran. Ne? Es gibt auch Plattformen, wo das teilweise gar nicht möglich ist, bei Instagram zum Beispiel. Da gibt es dann immer dieses Link in Bio. Ich weiß nicht, wie man das was sagt, aber das hat sich irgendwie bei Instagram dann so durchgesetzt, weil man in Instagram selber keine Links setzen kann. Deswegen ist dann immer so der Link zu dem jeweils aktuellen Beitrag eines Instagrammers so oben in der Biografie seines Profils drin. Das ist fürchterlich, wie man sich das teilweise zurechtbiegen muss. So, dann kommen wir mal zur Kür. Tim hat ja eben schon ein bisschen was gezeigt. Man kann Episodencover machen. Das hilft halt, nochmal die Prägnanz der einzelnen Folgen ein bisschen rauszukehren, irgendwie das Thema schmackhaft zu machen oder es auch in eigenen Blog zu featuren und sowas. Und was man auch noch machen kann, wenn man will, ist dann dieses animierte Ding, was Tim eben auch gezeigt hat. Ich habe jetzt Ton. Die Fläche, die einen Wasserstand haben, unabhängig vom Meer, heißen Polder. In ein Land, wo man Polder hat und jeder Individuum verantwortlich ist, für das Pflege von ein Stück des Deiches. Gut, wir haben es eben schon gehört. Und irgendwelche Printsachen. Das kann man halt auch noch machen, wenn man es irgendwie braucht. Auch da ist so ein bisschen die Gestaltung wiederzufinden. Und natürlich noch, was man sonst irgendwie so haben will, ne? Also Aufkleber, T-Shirts, 3D-Modelle, upsala.
Jetzt habe ich mir den Witz versaut. Na gut. Und natürlich Müsli-Packungen, Klorollen und Flammenwerfer. Wichtig, wenn ihr Flammenwerfer baut, mit eurem Logo drauf, Wiedererkennung. Also auch bei den Klorollen, macht es irgendwie richtig rum. Guckt mal, wie die Leute das abblättern. Da gibt es auch Studien drüber, wie Leute Klopapier abrollen. Wie gesagt, Wiedererkennung ist einfach bei der ganzen Geschichte wichtig. Egal, in wie viele Medien ihr euch ausrollt, guckt, dass man euch anhand der Gestaltung, anhand wie ihr Texte schreibt, vielleicht habt ihr eine spezifische Anrede irgendwie. Vielleicht schreibt ihr immer, hallo, ihr Häschen oder sowas. Auch das kann schon Teil der CI sein, auch unbewusst. Kommen wir jetzt zum Hören, deswegen muss ich hier, ich hoffe mal, das funktioniert. Denn auch das Hören ist ein wichtiger Faktor. Denn so Sounddesign, das ist ja so, nicht jeder hat die Möglichkeit, euer Cover zu sehen. Ne? Seien das irgendwie körperliche Einschränkungen, die das leider nicht gestatten. Oder weil man irgendwie gerade mit dem Fahrrad und 40 Sachen auf der Hauptstraße irgendwie runterbrettert und noch so gerade den Skip-Button irgendwie so an seinem Headset irgendwie kriegt. Dennis Magic, ja, soll ich die Hülle vielleicht doch mal abmachen? Okay. Also auch das Sounddesign halt, ne, ergibt zusammen eine Identität. Das ist zunächst mal ihr und euer Mikro, ne, wie ihr klingt, wenn jemand im einen Moment irgendwie mit einem iPhone-Kabel podcastet und im nächsten Moment irgendwie ein mega tolles Großmembran-Mikrofon benutzt, dann sind vielleicht manche Leute schon verschreckt, wobei meistens ist es eher andersrum. Dann haben wir so Jingles und Einspieler. Manche Podcasts nutzen das. Manche Podcasts nutzten auch mal Soundbetten, wenn es sein muss. Und ganz wichtig, ein Soundlogo. Da steckt jetzt das Wort Logo wieder drin. Wir haben gelernt, Prägnanz, ne? Also ein Logo reduziert eine Erkennung auf oder ermöglicht mir etwas wiederzuerkennen. Deswegen so binär wie möglich. So, jetzt hoffe ich mal, dass das hinhaut. Falls ihr es erkannt habt, das erste war Bits und so, dann kam Vrindt, dann kam eine Variation von Vrindt, dann kam die Raumzeit, die Freakshow und am Schluss waren schöne Ecken, die jetzt untergegangen sind, weil Dennis es runtergeregelt hat. Gut, wichtig ist, wenn ihr so durch die Podcasts durchskippt, dann werdet ihr es wahrscheinlich kennen. Ihr hört immer so ein paar Sekunden vom Anfang und bei manchen Sachen, die sind so prägnant, da werdet ihr direkt wissen, ah, jetzt kommt Freakshow, ah, jetzt kommt Vrindt, ah, jetzt kommt irgendwas anderes. Und da reicht auch schon, man muss sich nicht unbedingt gleich ein Soundlogo zulegen, da reicht es auch schon, wenn man eine Bierflasche öffnet, ne? Also bei Wir müssen reden wird das ganz gerne praktiziert. Das ist ein sehr prägnanter Anfang, funktioniert auch, wenn man es nicht, ist leider halt nicht so leicht, also, oder ist halt leicht klaubar, ne? Also das ist vielleicht nicht so ganz originär. So, kommen wir mal zur Welt da draußen. Übrigens, jetzt kommt kein Audio mehr, Dennis, du kannst, ist alles gut. Die Welt da draußen. Die Welt da draußen ist ein Problem. Denn wir wollen gerne Kontrolle. Und die haben wir nicht immer. Denn wir müssen uns mal angucken, wo unsere Podcasts so landen. Tim hat da eben schon ein bisschen was gefeatured. Da hätten wir halt die eigene Webseite. Das machen wir in der Regel selber. Dann haben wir so Verzeichnisse, in die wir reinfallen. Dann Plattformen, wo wir uns eventuell reinkommitten oder die, vielleicht kommt das auch noch, unseren Content crawlen und klauen. Und natürlich Social Media, wieder dieser Teilen-Aspekt, den ich eben mehrmals genannt habe. Und zu guter Letzt natürlich Player und Apps, ne? Weil irgendwo muss der Podcast ja auch abgespielt werden. Da werden dann so Sachen wie, wird das Episodencover richtig angezeigt? Wird das normale Cover richtig angezeigt? Wird das in der Auflösung richtig genommen? Wird es irgendwie runtergerechnet? Whatever. Das Problem ist, ich sprach eben von Kontrolle. Kontrolle haben wir eigentlich so richtig nur oberhalb des Striches. Beim anderen werfen wir nur was rein und sind darauf angewiesen, dass die das schon irgendwie so handhaben, wie wir das gerne hätten. So ein Blog, das kennt man. Da ist auch, wie gesagt, überhaupt kein Problem, weil das ist unser eigenes Territorium. Da können wir machen, was wir wollen. Müssten nicht mal WordPress an der Stelle benutzen, wenn wir es nicht wollten. So, denn ab hier beginnt der Kontrollverlust. Unser Cover. Das ist, wie ich eben schon mal sagte, sowas wie die DNA, die wir abgeben, die dann von anderen Plattformen aufgegriffen werden. Und dann, kommen wir schon mal zu Problem Nummer eins, die Größe.
Weil so groß und bildschirmfüllend, das haben wir leider nicht. Also es sei denn, man wird bei Apple oben, bei iTunes in den Top-Dingern irgendwie gefeatured. Deswegen schreibt euren Titel da auf jeden Fall groß genug rein. Also mir tut das als Gestalter immer unheimlich weh, Logos so, also ich gucke mir das halt in meinem Photoshop riesig groß an, dann muss ich die Schrift noch groß ziehen und deswegen ist das schon grenzwertig. Aber Problem Nummer zwei ist nämlich die Auslegungssache, wie so ein Cover aussieht, beziehungsweise wie so ein Cover freigestellt ist. Also einige Dienste sind da der Meinung, irgendwie rund wäre das neue eckig. Und Problem Nummer drei ist Kreativität. Denn manche Plattformen und Dienste werfen da so eine Intelligenz drauf. Das ist jetzt total hip. Da wird irgendwie das Cover dann genommen und nochmal irgendwie weich gezeichnet und keine Ahnung was. Ich habe das hier mal irgendwie ein bisschen aufgedröselt. Also dieses Gekröse da oben, das ist eine Weichzeichnung eures Covers. Dann wird irgendwie ein Farbwert aus der hellsten Farbe, die nicht weiß ist, vom Cover rausge... Ich weiß es nicht. Macht auch jede Plattform irgendwie unterschiedlich, die sich das irgendwie... Aber irgendwie scheint sich das gerade durchzusetzen, dass man das da macht, wenn man ein Cover vorgeworfen bekommt. Ja, und der Untergrund ist irgendwie so ein Farbdurchschnitt des Covers. Das heißt, da wird wirklich alle Farben werden zusammen einmal umgemischt und dann kommt da halt manchmal so ein Kackerbraun raus. Und da hat man dann im Zweifelsfall keinerlei Einfluss drauf. Und vielleicht will man überhaupt keinen Kackerbraun haben, weil irgendwie vielleicht will man, dass die Leute das auch lesen, was da steht. Ne? Und wenn das irgendwie weiß auf Kackerbraun ist, dann ja, gut. So, dann gehen wir mal in Wald und Wiese und gucken uns mal ein bisschen um. Ne, da haben wir mal die Hörsuppe. Die Hörsuppe macht eigentlich fast alles richtig. Ne? Klar könnte man ein paar Sachen ein bisschen größer darstellen, aber da ist immer das Cover viereckig und im Idealfall steht auch nochmal drüber, wie der Podcast wirklich heißt. Das heißt, unser Cover bleibt unser Cover, da ist alles in Ordnung. iTunes, der Store, wo wir halt so unsere Feeds reinkippen, nehmen auch in der Regel unten die Cover und lassen die auch so, wie sie irgendwie gehören. Manchmal kann sich der Feed nicht darauf einigen, was er jetzt da irgendwie nimmt und teilweise, wir haben bei Schöne Ecken das Problem, dass irgendwie seit gefühlt ewigen Zeiten noch unser Cover, was wir vor 5 Monaten mal ausgetauscht haben, irgendwie sich nicht durchtauscht und wir haben keine Ahnung, woran es liegt. Wenn da jemand eine Ahnung hat, ich bin noch 2 Tage hier. Ja, es gab da auch mal im Store so Kontributorenseite. Ist Tim noch hier? Gibt's die noch? Weil wenn ich da Metaebene eingebe und draufklicke, lande ich auf so einer generischen Übersicht. Und das ist die, okay. Weil, soweit ich weiß, konnte man da auch so Hintergrundfarbe von Hand einstellen. Ne? Ich wiederhole das, fasse es kurz zusammen. Okay. Also Tim sagt, es gibt 2 Stufen und man kann da noch ein bisschen dann, wenn man irgendwie auf die höhere Stufe aussteigt, dann kann man auch die Hintergrundfarbe und sowas einstellen. Also offensichtlich geht's irgendwie. Diese Banner da oben, da habe ich ein bisschen Netz recherchiert. Wenn man dann mal das Glück hat, gefeatured zu werden von Apple, dann scheint das so eine, ich weiß nicht, Martin, als Staatsbürgerkunde da unten auftauchte, haben die dich gefragt? Nee, ne? Okay, also dann geht dann irgendeiner aus der Apple-Redaktion hin und geht wahrscheinlich auf die Webseite, guckt, was er findet, wirft ein bisschen Photoshop-Magic drauf und ist dann der Meinung, das ist meine Gestaltung. Also manchmal klappt das halt ganz gut. Bei anderen, ne, also ich habe da Einträge über Google gefunden, wo sich Leute regelrecht darüber aufregen, was da für ein Quatsch mit ihrem Cover betrieben wurde. Was da für Schriften und Farben und keine Ahnung, was draus benutzt wurden. Ich frage mich auch, ob Apple diese ganzen Schriften lizenziert, aber das ist eine andere Geschichte. Ach, das war noch... Wikigeeks. Okay, Ralf sagt gerade, er wurde gefragt. Na gut. Okay, also da wird man wohl angeschrieben und liefert 3 Grafiken. Kommt halt wohl offensichtlich drauf an, wie das so bei Apple und iTunes häufig der Fall ist. iTunes ist nicht nur ein Verzeichnis, sondern auch ein Player. Und da oben sehen wir dann schon mal so die erste Anwandlung von... ich zeichne irgendwas weich und irgendwie, ich nehme mal irgendeinen Farbwert. Also da wird man nicht gefragt. Das weiß ich. So, dann haben wir Social Network Embedding. Da machen verschiedene Plattformen verschiedene komische Dinge. Also wenn man bei Facebook zum Beispiel einfach mal die URL von CRE reinwirft, dann ist halt dieses Format Pech gehabt. Also auch das, da kann man irgendwie
vielleicht drumherum arbeiten, vielleicht gibt es irgendwelche Tricks auf Webseiten, ich weiß es nicht genau. Und das von Tim eben erwähnte Clamour macht halt auch manchmal komische Sachen. Also auch da wird irgendwas weich gezeichnet und da wird irgendwie auch der Avatar manchmal nicht richtig gepasst und keine Ahnung. Wichtig ist, sich das vielleicht mal anzugucken, was so gerade irgendwie hip und angesagt ist, so in der Social-Media-Szene und was dafür so neue Dienste und Sachen rumoxidieren, da ist eine Frage. Die Frage ist, kann man das Weichzeichnen beim Design antizipieren? Ja, man kann es ausprobieren in Photoshop oder in einem anderen Programm und kann einfach mal gucken, was für eine Farbe bei rumkommt. Und dann kann man entscheiden, ob die einem gefällt. Allerdings ist der Grad der Weichzeichnung auch von Plattform zu Plattform unterschiedlich. Deswegen, das ist Glücksspiel. Also im Zweifelsfall nimmt man halt irgendwie eine Farbe und dann hat man halt Pech, dass da was rauskommt, was aussieht, als wenn es rückwärts gegessen worden wäre. Das ist Bronze. Das liegt nur daran, dass der Beamer nicht eingemessen ist. Ich gebt ihr gleich Bronze. Ja, jedenfalls, also Social Media Embedding ist einfach eine total wichtige Geschichte, weil das ist das, wo ihr so rezipiert werdet. Da stolpert man drüber, eventuell ist das irgendwie ein lustiges Zitat, was da geshared wird und dann ist auch das Cover irgendwie präsent. Bei Clamour, es werden wahrscheinlich noch andere Dienste aus dem Boden schießen, die das irgendwie vielleicht anders handhaben, die nur das Blur nehmen oder der Meinung sind, euer Avatar ist das, was das Cover ist, ich weiß es nicht. Wichtig ist da irgendwie so ein bisschen auf Zack zu bleiben, sich anzugucken, was gibt es an neuen Diensten. Dieses Clamour ist jetzt halt so das eines der neuesten Dinge, weil es relativ einfach möglich macht, mal ein bisschen Audio aus einem Podcast raus zu scheren. Ne, was bisher immer so ein bisschen schwierig war, da musste man immer irgendwas von Hand basteln und keine Ahnung was. Ja, wir haben uns eben beim Forschergeist unter anderem aufgrund einer Idee dazu entschlossen, das eben selber zu machen, weil wir dann die meiste Kontrolle darüber haben. Ne, dann können wir auch die Gestaltung wirklich 1:1 drin haben. Es ist auch kompatibler, weil Clamour schert auch nicht in alle Plattformen rein. Also nach Instagram kriegt man das halt nicht. Aber es gibt halt die Möglichkeit auf diese Weise, wenn man auch mit so zwei Formaten arbeitet. Tim hatte eben die 16:9 Version gezeigt. Wir haben da jetzt auch noch die 1:1 Version, die dann eben bei Instagram gepostet wird, sobald die sich mal entschließen, 30 Sekunden zuzulassen. Das ist auch mal so eine Sache, wo man von Plattformen dann abhängig ist, was die irgendwie einem so erlauben und was nicht. Die Frage ist, kann man bei Facebook was mit Audio sharen? Man kann Videos sharen und Videos ist im Zweifelsfall immer der Weg, halt, um Audio zu sharen. Deswegen haben wir diese animierten Cover auch eben als Videos gestaltet, weil aus irgendeinem Grund, obwohl Audio jetzt wesentlich simpler ist, irgendwie in diverse Dienste reinzupushen, also Audio ist nicht so leicht, wenn man es mit Klinkenkabeln und... Aber trotzdem, Audio ist eigentlich eine ziemlich abgehangene Geschichte. Das heißt, eigentlich sollten die Plattformen das hinkriegen. Ich weiß nicht, warum das irgendwie noch nicht an den Leuten angekommen ist, dass es Audioinhalte im Netz gibt, die man mal teilen möchte. Irgendwie alles ist YouTube, alles ist Plattform, alles ist Video, alles ist Snapchat. Und jetzt ist ja Vertical Video wieder hip. Ne? Früher war das irgendwie so, bäh, jetzt ist Snapchat Vertical und alle schreien, yeah. Also das ist auch... Snapchat ist meines Wissens immer hochkant. Nicht? Okay, Dennis sagt nicht. Egal, ich will mich damit gar nicht beschmutzen. So, Podcatcher-Apps. Die sind gar nicht so unwichtig. Wir fangen mal mit der Podcat an, weil die macht eigentlich fast alles richtig. Die Cover bleiben viereckig, da steht der Titel drunter. Da oben wird ein bisschen weich gezeichnet, aber das kann man so für die Farbwelt machen. Das ist noch irgendwie nicht schlimm. Vor allem auch Weichzeichnen. Es gibt auch Leute, denen gefällt das. Ne? Also ich muss zugeben, dass ich das im neuen macOS eigentlich auch nicht so schlecht finde. Ah nee, noch heißt es OS X. Ne? Also da fand ich das eigentlich auch nicht so schlecht. Aber es kommt halt darauf an, in welchem Kontext man es benutzt. Und letztendlich, ne, ich sagte Gefälligkeit, jeder entscheidet für sich, was er gut findet und was nicht. So, deswegen, die Podcat kriegt erstmal das Prädikat super für die Abbildung unserer Cover. Apple Podcasts, der Player. Naja. Ich weiß nicht genau, ob man diesen Farbwert, der da jetzt auf dem mittleren iPhone zu sehen ist, ob man dem da irgendwie was beibringen kann oder so, weil der sieht nicht ganz gepasst aus. Der sieht irgendwie so nach der hellsten Farbe eventuell aus. Wenn da jemand was Näheres weiß, ob man das irgendwo einstellen kann, dann gerne mal an mich die Info weiterreichen. Das ist okay. Also die machen nicht so viel Scheiß. Die blurren zwar auch viel, aber sie schreiben immer den Titel daneben und sie lassen es viereckig und so, alles okay. Was man nicht vergessen darf, die Apple Podcasts App ist auch ein Verzeichnis. Das heißt, auch da werden dann Podcasts gefeatured. Auch das sollte man sich dann mal angucken. Selbes Problem mit den Bannern. Ne? Und wenn man gefeatured wird, dann muss man eventuell ein bisschen was einreichen. Und wie schnell das gehen kann, ne? Also das weiß man teilweise nicht. Dann muss man irgendwie ein bisschen gerüstet sein. Oder sollte irgendwie gerüstet sein. Ich weiß auch nicht, warum muss das rund sein? Ich meine, ich
bin Gestalter, ich weiß, warum man das rund macht, weil man hat irgendwie so als Gestalter den Drang, über alles fremd, also was einem reingegeben wird, so eine gewisse Kontrolle ausüben zu wollen. Und dann denkt man sich so, boah, das eine ist irgendwie so und ich muss da irgendwie einen gemeinsamen Nenner finden, um das gefällig zu machen und den Leuten irgendwie so zu zeigen, dass ich mir auch darüber Gedanken gemacht habe, also mach's mal rund. Also das ist irgendwie so ein Trend, Dinge rund zu machen. Also auch viele Social-Media-Clients machen das. Bei Covern finde ich es jetzt leider wirklich Blödsinn, weil so ein Avatar ist im Zweifelsfall ein Foto von einem Gesicht und ob das viereckig oder rund ist, das macht jetzt nicht so den Wahnsinnsunterschied. Aber jemand, der als Avatar vielleicht ein transparentes PNG benutzt und das gerne auch so abgebildet sehen will, der hat dann halt Pech gehabt. Overcast hat so eine komische Idee, zumindest in der iPad-Version, was, also das sind jetzt wohlgemerkt die offiziellen Screenshots aus dem Store, ja, ich habe da nichts gefaked oder so, das ist das, was die in ihren Store reinpacken von dem Apfel. Die entscheiden selber, wo euer Cover zu Ende ist. Sollte man auch irgendwie berücksichtigen, wenn man das da reinkippt. Deswegen, ne, Ränder lassen ist auch keine schlechte Idee. Das meinte ich mal eingangs mit dem schönen Eckenbeispiel, wo ich das verkleinert habe. Wir haben uns eben dazu entschieden, selbst wenn es rund ist, sollte es noch irgendwie lesbar sein und nicht irgendwie schöne Eck. Das sieht dann halt doof aus. So, Overcast macht noch was. Es lässt nämlich einfach mal, oder es verlässt sich auf die Cover alleine. Da wird nicht noch drunter geschrieben, wie euer Podcast heißt. Also dieser Pfeil da unten neben Planet Money, ich wüsste jetzt nicht, wie das heißt. Im Zweifelsfall muss ich es nicht wissen, weil im Zweifelsfall gefällt es mir trotzdem und ich klicke drauf. Also das ist noch gar nicht schlimm. Aber für das Wiederfinden eines Podcasts, wenn mir jemand sagte, hey, guck dir doch mal, weiß ich nicht, an und die haben ein Cover, wo es nicht draufsteht, schlecht. Also dann finden die Leute nicht zu euch. Pocket Casts macht das auch. Und da oben ist auch kein Titel drauf. Einige werden ihn vielleicht kennen, ich weiß es nicht, mir sagt er nichts. Also, ja. Alles nicht so leicht. Wir erinnern uns an das hier, wenn wir alle kein Cover hätten. Dann gut, dann hätten sich vielleicht diese Clients auch was anderes ausgedacht, aber das möchte man nicht. Man möchte irgendwie wiedererkannt und im besten Fall auch gelesen werden. Deswegen schreibt euren Titel ins Cover und zwar so groß wie möglich, auch wenn es manchmal wehtut. Macht da ein paar Tests. So, dann kommen wir mal zum letzten Abschnitt, nämlich irgendwas mit Fischen. Es gibt ja diesen tollen Spruch, irgendwie lehre ihm das Fischen und er wird für sein ganzes Leben satt, gib ihm nur einen Fisch und er wird nur für einen Tag und so. Deswegen habe ich das als Analogie benutzt. Also, man kann in ein Restaurant gehen und ein ja, elaboriertes Fischgericht bestellen. Also ich mache das jetzt mal ein bisschen moderner, weil wir gehen alle nicht mehr fischen, das macht sich irgendwie auf Instagram nicht so gut. Aber vielleicht ist das Nobel-Restaurant oder das überhaupt das Restaurant nicht so die praktikabelste Lösung, weil das kostet Zeit, das kostet Geld, da muss man hinfahren, irgendwie sowas. Ne, das ist, aber es gibt auch bei der Gestaltung halt verschiedene Ansätze. Ne? Man kann die Gestaltung selber machen oder man kann sie machen lassen. Ich bin Gestalter, das heißt, ich verdiene mein Geld damit. Also ich habe das auch schon für mittlerweile einige Projekte gemacht. Einige davon waren eben Hobbyprojekte, einige waren auch kommerzielle, die für die Gestaltung ein paar Euro in die Hand genommen haben. Und denen ist auch gut beraten dadurch, dass sie dafür ein bisschen Geld in die Hand genommen haben, weil dadurch ist diese Prägnanz halt dann auch wirklich in allen Medien möglich. Und es wird einem eben auch abgenommen. Ne? Nicht jeder kann sich darum auch noch kümmern. Weil die Gestaltung von einem guten Logo oder von einem Cover, die kann halt auch sehr aufwendig sein. Ne? Also deswegen, wenn ihr Ambitionen habt und selber keine Gestaltungserfahrung habt oder nicht mit Templates arbeiten wollt, dazu komme ich gleich, dann fragt jemanden, der sich damit auskennt. Also wenn wirklich da irgendwas hintersteckt, im Zweifelsfall, wenn ihr es sogar Richtung Business entwickeln wollt, dann ist zumindest jemanden mal drüber gucken zu lassen, der sich damit auskennt, gar nicht so eine schlechte Idee. Es muss ja halt auch nicht immer diese Fülle an, ja, also so ein Deluxe-Paket muss es nicht immer sein. Weil wir erinnern uns, die Essentials eines Podcasts sind eben das. Cover, Banner, und, wie ich finde, halt auch ein vernünftiger Social-Media-Avatar, wenn das Cover da nicht funktioniert. Ja, wir machen jetzt mal so einen kleinen Fischlehrgang. Das Fischen als solches. Heute, wie gesagt, geht man in den Supermarkt, dann packt man das aus, dann richtet man das schön an, fotografiert es und sagt, hey, habe ich gekocht. Ne? Und da gibt es auch verschiedene Varianten. Also man kann sich da alles Mögliche irgendwie zurecht kaufen und man kann das auch kombinieren. Das ist heute alles kein Problem mehr. Also Fischstäbchen mit Lachs-Sahne-Gratte. Ich habe es jetzt noch nicht probiert, aber wer weiß. Kann ja ganz gut funktionieren. Allerdings irgendwie so, bringe jemandem einen Fisch und er wird für einen Tag satt, zeige ihm den Supermarkt, das ist irgendwie auch nicht so geil. Also wichtig ist,
es muss halt nicht immer Photoshop sein. Man denkt bei Gestaltung immer so direkt daran, da wird irgendwie das dicke Photoshop ausgepackt und da muss irgendwie ein Designer ran und dann kostet das irgendwie ganz viel Geld und sowas. Wenn man anfängt mit seinem Podcast und einfach mal irgendwie nicht dafür sorgen will, dass da nur dieses Podcast-Männchen drin ist, dann kann man sich auch versuchen, ein bisschen selber zu behelfen. Generell sollte man mal so ein bisschen outside the box denken. Also wenn man so über iTunes scrollt, da sieht man halt viel elaborierte Gestaltung. Da ist viel wirklich von Gestaltern gebaut oder aus irgendwelchen Stock-Datenbanken zurechtgekauft und sowas. Ihr könnt auch mal versuchen, einfach was mit der Hand zu schreiben. Oder ihr könnt was basteln. Vielleicht könnt ihr Origami oder, weiß ich nicht, bastelt irgendwas aus so Moosgummi oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ihr könnt was aus Lego, Knete oder Matt bauen. Das ist der Kreativität irgendwie keine Grenzen gesetzt. Ihr macht jetzt so einen veganen Podcast, dann würde ich Matt jetzt... Ich weiß, der Witz lag sehr nahe. So, dann fotografiert es und macht ein bisschen Fotokorrektur und Filter drauf. Weil heutzutage, das ist alles irgendwie so intelligent, da muss man gar nicht mehr unbedingt beim Chris einen Workshop belegen, obwohl das eine sehr gute Empfehlung ist, weil dann wird es noch besser. Aber inzwischen sind diese ganzen Smartphones sind halt toll. Und ich habe mal so ein kleines Beispiel, weil ich habe mal für ein Kundenprojekt so ein bisschen was gebastelt und dabei ist halt dieses Foto rausgekommen. Also es ist ein bisschen windschief und das Foto hat eine scheiß Qualität, weil irgendwie war der Weißabgleich zum Kotzen und irgendwie, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall, ich nehme das jetzt mal einfach so als Grundlage, um es zu zweckentfremden. Weil, wie ich schon sagte, Smartphones sind toll. Wir können jetzt einfach mal ins Smartphone reinwerfen und machen mal so das absolut Basicste. Wir klicken mal oben irgendwie auf den kleinen Zauberstab und dann passiert da schon irgendwie ein bisschen Magie. Jedenfalls das, was Apple für Magie hält. Dann drehen wir mal das Licht ein bisschen hoch und dann wird es irgendwie furchtbar, weil dann säuft das Weiß ab und keine Ahnung, dann drehen wir nochmal ein bisschen irgendwie die helle Sättigung runter, weil so poppige Farben wollen wir dann doch nicht. Und dann gibt es ja immer diese Filter und bei den Filtern suchen wir uns mal irgendwas auf, was uns gefällt. Und dann, ja, dann klicken wir mal da und ja, passt. Also ist jetzt nicht hübsch und Chris ist wahrscheinlich gerade... Okay, gut. Er hat super gesagt, nur fürs Protokoll. Also es ist auf jeden Fall besser als vorher. Ja? Also es tut, glaube ich, weh, wenn man irgendwie wirklich, aber das Foto ist so ein bisschen gerettet. So, und jetzt können wir mal ein bisschen Elfenstaub draufkippen. Ich habe da mal so ein bisschen rumgeforscht und mir ist da, ich bin da an einer Sache hängen geblieben, also ich will jetzt nicht 10.000 Beispiele nennen. Ich habe mal zwei Beispiele. Ich fange mal an mit Canva. Das ist ein Dienst, der will so ein bisschen Gestaltung irgendwie einfacher machen. Da kann man so ein paar Templates wählen, Podcasts sind jetzt irgendwie noch nicht dabei, aber man kann da so ein Custom-Ding wählen, dann macht man da oben mal irgendwie das Format. Übrigens, iTunes will mittlerweile 3000 mal 3000, seit sie das iPad Pro rausgebracht haben, also 1400 ist nicht mehr aktuell. Dann nehmen wir unser Foto von gerade und dann ziehen wir das irgendwie mal so rein und ziehen das ein bisschen groß und dann gucken wir mal, weil Canva liefert halt so Text-Templates mit. Dann gucken wir mal, was man irgendwie da haben will. Ich habe jetzt mal das da genommen. Dann knallt man das da rein und dann kann man den Text auch editieren. Und dann tippen wir mal da irgendwie den Namen unseres Podcasts rein, schieben das ein bisschen zurecht. Und ja, so hat man dann in relativ schneller Zeit, ich weiß nicht, was jetzt mitgestoppt hat, aber hat man dann irgendwie so ein halbwegs gefälliges Cover. Manchmal muss man dann noch ein bisschen kreativ werden, weil ich habe das jetzt zentriert und dann, naja, so ein weißer Streifen oben, der macht sich ja irgendwie ganz gut. So, das hat jetzt nicht so lange gedauert und es sieht nicht komplett scheiße aus. Ja? Also, wie gesagt, das ist ein Template-System, das heißt, wahrscheinlich werden ganz viele andere auch gescrollt haben und sind bei dem Text-Template hängen geblieben und haben sich gedacht, oh, das hat bestimmt noch keiner. Falsch. Aber immerhin, ne, ihr habt ein Cover, bin ein paar Sekunden. Wer sich ein bisschen mehr so in Richtung Photoshop stürzen will, also man muss halt nicht unbedingt gleich diese Creative Cloud abonnieren. Es gibt auch so Lösungen wie Pixelmator, die so ein kleines Photoshop sind und nicht ganz so wehtun wie, ich verdränge immer den Namen von dem Ding. Jedenfalls, man kann da auch so ein bisschen was zusammenschieben, GIMP, genau, irgendwer hat es glaube ich gerade gerufen. Man kann da auch ein bisschen was zusammenschieben, kann so Textsachen benutzen, kann da Schatten drunter legen, kann sich irgendwie mit ein bisschen Verläufen behelfen und dann sieht das gar nicht mehr so scheiße aus und dann gibt es irgendwie auch so, so Filter und da kann man auch mal auch mit den ganz komischen irgendwie ein bisschen rumexperimentieren und vielleicht kommt da ja irgendwas bei rum, was nicht aussieht wie alle anderen Guten Morgen-Fotos. Ne? Also, ich weiß jetzt nicht, ob das so großartig ist, aber zumindest fällt es irgendwie auf. Dann gibt es so Filter. Je mehr, desto besser. Ist immer so. Ne? Kennt man von Instagram. Immer mehr Filter, mehr Blur, mehr Schlagschatten. Alles knallt. Ne? Also ich habe sogar zwei Lens-Flare-Arten drauf geknallt. Auf jeden Fall, jetzt sieht es irgendwie nicht mehr so generisch aus wie das Ding von eben. Das heißt, wenn das jemand sieht und morgen nochmal sieht, dann wird er sich vielleicht erinnern, ach, das war doch dieses furchtbar hässliche Cover, was der Sven da auf der Bühne. Jedenfalls, ne? Also ihr werdet auf jeden Fall diesen
Tannenbaum, Weihnachtsblurstern wahrscheinlich ein bisschen eher wiedererkennen als dieses generische Guten Morgenbild, was ich da eben hatte. Ne? Einfach durch so ein bisschen rumprobieren und rumspielen. Wie gesagt, das erfordert ein bisschen mehr so Gefühl dafür, was man da so tut. Aber inzwischen ist auch die ganze Bildberechnung von diesem Programm teilweise sogar besser als im Photoshop. Also was da irgendwie an Dithering und so draufgeworfen wird, dass die Verläufe irgendwie nicht ganz so scheiße aussehen und die Transparenzeffekte. Man hatte auch ein viel besseres Feedback, weil man diese Blur-Effekte und Kaleidoskop-Sachen so in Echtzeit verschieben kann. Also man sieht viel schneller, was man irgendwie gerade tut. Das ist teilweise bei diesem großen, schweren Photoshop-Schiff mit seinen stundenlangen Berechnen von Gaussian Blur und sowas gar nicht so leicht als Laie da zu verstehen, was da überhaupt passiert. So, ihr wollt wie gesagt ein prägnantes Cover. Ich habe jetzt nochmal die Beispiele. Also Pixelmator gibt es für Mac und für iOS, auch für iPhone so auch. Das ist ein ganz netter Bildeditor. Canva ist eigentlich eine Web-Applikation. Das heißt, es läuft auf Windows, Mac, Linux und vielleicht sogar auf dem Schneider CPC. Ich weiß nicht, wie sich da die Browser so inzwischen entwickelt haben. Deswegen keine Garantie dafür, wenn ihr irgendwie auf dieser Plattform unterwegs seid. Für mobile Geräte gibt es bisher nur iOS eine native App. Wobei, so nativ ist die auch nicht, weil ich glaube, das ist auch nur irgendwie so eine React-Geschichte, die da zusammengezimmert wurde. Auf jeden Fall, im Web funktioniert das. Canva ist auch per se kostenlos. Die haben noch so ein Stock-System drin. Das heißt, ihr könnt auch Fotos direkt in der Plattform kaufen, wenn ihr irgendwie der Meinung seid, dass jetzt dieser Pelikan genau das Richtige für euch ist. Und den hat bestimmt noch kein anderer. Jedenfalls, da kann man sich auch, dann kann man ein paar Euro einwerfen. Aber das kann man mal testen, um sich so ein bisschen mit Gestaltung zu beschäftigen. Und vielleicht lernt man dadurch, wo es drauf ankommt und kommt dann so ein bisschen weiter. Oder wie gesagt, man fragt Designer, Grafiker und Gestalter. Die können einem im Zweifelsfall auch weiterhelfen. Es gibt halt auch, wie gesagt, noch jede Menge andere Programme. Also das waren jetzt nur zwei Beispiele, die mir so bei der Recherche aufgefallen sind. Ich weiß, dass das Ganze auch ein bisschen iOS- und Mac-zentrisch ist. Verzeiht mir das, mein letztes Android ist ein Jahr zurück und ich vermisse es nicht. So, dann haben wir noch Butter bei den Fischen. So zum Schluss, weil so ein bisschen muss ich euch ja noch was mitgeben. Also Tipps für ein gutes Logo. Das ist zum einen nicht klauen, weil das kann echt teuer werden. Nicht, wenn ihr jetzt irgendwie nur einen Hobby-Podcast macht, dann kriegt ihr nur so eine Abmahnung und dann wird es trotzdem irgendwie ein bisschen doof. Aber klauen ist irgendwie doof, weil die Prägnanz ist auch weg, die ich eben erwähnt habe. Also das ist dann irgendwie, ihr nehmt eine fremde DNA, eine fremde Gestaltung, das hilft euch im Zweifelsfall nicht weiter. Deswegen auch so ein bisschen googeln, wenn ihr da irgendwie was gebaut habt oder so. Klar, bei einem Template-System kann man sich das sparen, da wird man schnell auf ein Ergebnis kommen. Aber ja, dann, das Logo sollte nicht zu kompliziert sein, weil wie gesagt, es geht um Prägnanz. Also je einfacher ihr diese Gestaltung wählt, desto deutlicher ist es wiedererkennbar, desto schneller ist es auch in Verkleinerung erkennbar, desto weniger kompliziert ist die ganze Geschichte. Und es darf auch nicht zu filigran sein, aufgrund dieser Verkleinerung, weil sonst brechen Elemente weg, sonst wird es irgendwie böse. Und zu kontrastlos ist auch schlecht, weil auch dann ist die Verkleinerung schwierig, weil, ne, erinnert euch vielleicht noch an das Katzenbild, da sind dann diese Regenbögen im Hintergrund, die verschwimmen dann und dann sieht man gar nicht, was das sein soll. Wenn ihr Fonts benutzt, und das solltet ihr, weil ihr sollt ja euren Titel reinschreiben, dann sollten das wenige und vor allem gute sein. Also es gibt da so diverse Plattformen, die sich den Features von Schriften verschrieben haben. Also Font Squirrel ist da eine, die mir gerade einfällt. FontSquirrel.com, wie das Eichhörnchen. Die suchen halt freie, auch kommerziell verwendbar freie Schriften, die man dann eben für Logos und Gestaltungen benutzen kann. Und die sind typografisch meistens ganz okay, wenn sie nicht gerade, weiß ich nicht, irgendwelches Zapfdingbats sind. Wobei, das kann man dann wieder fürs Logo benutzen. Hat bestimmt auch keiner. Ihr wollt Vektoren. Wem Vektoren nicht sagen, ganz 30 Sekunden Crashkurs. Normalerweise Fotos bestehen aus Pixeln. Das sind so Bildpunkte, wenn man die vergrößert, wird es irgendwann unscharf. Und zwar ohne, dass da irgendein Podcast-Aggregator drüber gerutscht ist. Sondern das liegt einfach daran, dass die Bildinformationen irgendwann aufhören. Logos sind in der Regel halt ja, auf Vektoren basierte Sachen. Also sprich, die Konturlinien des Ganzen sind nur das, was irgendwie berechnet wird. Und ihr könnt das so weit vergrößern, wie ihr wollt. Das kennt ihr vielleicht von PDFs, wenn ihr da die Schrift immer größer zieht, die wird nicht unscharf. Es sei denn, es sind Fotos. Das gibt es auch bei Büchern. Andere Geschichte. Jedenfalls, also Vektoren sind einfach, es ist mehr mathematisch, das Bild. Es ist nicht so absolut, es ist nicht das, was ihr seht, sondern es ist halt wirklich mathematische Berechnung. Dadurch könnt ihr das vergrößern, ihr könnt es drucken, ihr könnt es verkleinern, es bricht nicht weg. Und Vektorformate sind inzwischen, es gibt da so, jetzt fällt es mir gerade nicht ein, SVG und PDF und sowas, die sind mit vielen Programmen auch kompatibel, die kann man dann auch in diversen Sachen weiterverwenden. Also wenn ihr irgendwie über Logos nachdenkt, dann guckt mal, dass ihr es in einem Vektorformat macht. Das Wichtigste an einem Logo ist, kann man es faxen. Das ist so ein bisschen irgendwie so der absolute Endtest, wenn man das Logo fertig hat, dann faxt man das einmal. Und wenn das auf der anderen Seite so, könntest du das lesen? Wie heißt du?
Katzenkacke? Nee, Katzencast. Ja, dann mach nochmal neu. Na, also wenn man es irgendwie nicht faxen kann, dann ist ein Logo nicht gut, weil dann, das Fax ist ein ganz böses Utensil, aber dafür kann man die noch zweckentfremden. Also ersteigert euch alte Faxe bei eBay, dann wisst ihr, wofür die gut sind. Tipps für ein gutes Cover. Ich möchte nochmal herausheben, ein Logo ist nicht unbedingt ein Cover. Ein Podcast braucht nicht unbedingt ein Logo. Ein Podcast braucht aber ein Cover. Ein Podcast braucht eine Identität. Ein gutes Cover, eine Erkennungsfarbe ist nicht schlecht, weil die sieht man auch so aus dem Augenwinkel, wenn man es verkleinert, hat man es irgendwie drin. Deutlich lesbarer Titel, hatte ich jetzt mehrfach erwähnt. Titel so groß wie möglich, aus bekannten Gründen. Render lassen, weil sonst kommt da irgend so ein Podcast-Client daher und hat eine Auslegungssache, wo eure Cover aufhören. Und funktioniert es zur Not auch in rund, weil wie gesagt, das wird rumscherweise immer populärer. Und wenn man die Kür noch machen will, dann kann man gucken, ob es halt bei Blur aussieht wie Kaka. Das Wichtigste ist, das Cover muss euch gefallen. Und im Zweifelsfall gehört es halt auch anderen oder gefällt es halt auch anderen Leuten und dann klicken sie sich zu euch durch und werden euch finden. In diesem Sinne, bemerken, wiedererkennen, teilen. Das sind die drei Punkte, die ihr bitte mitnehmen sollt. Denkt bei der Gestaltung und der gesamten Verpackung eures Podcasts darüber nach, dass diese drei Sachen irgendwie möglich sind. Dann seid ihr auf der richtigen Schiene. In diesem Sinne, Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat ein bisschen weitergeholfen. Und wer noch irgendwie Fragen hat, ich bin die ganzen drei Tage hier, sprecht mich einfach an oder twittert mich an, schreibt mir eine Mail, was auch immer. Dankeschön. Vielen, vielen Dank.